Hallo und herzlich willkommen, liebe Aktienfreunde. Piggeldy fragt Frederik, in welche Aktien investierst du? Und Frederik antwortet, ich investiere in Aktien von Unternehmen mit langfristig steigenden Gewinnen, um von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Ja, und wenn das ein Schwein schon kann, dann können wir das schon lange. Das heißt, in der Bestseller-Challenge, da schauen wir jetzt auch, welche Aktien wir hier ins Depot legen wollen, um von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Allerdings machen wir uns es nicht ganz so einfach, denn wir orientieren uns hier an der Schwarmintelligenz des deutschen Aktionärs und die versagt, jedenfalls versagt sie dann, wenn wir uns die beliebtesten Aktien der Deutschen anschauen, beziehungsweise die Aktien, die am häufigsten in den Depots der Deutschen anzutreffen sind. Und da haben wir dann die Deutsche Telekom, Daimler und so weiter. Das ist eine Auswertung von der Consorsbank und hier schauen wir einfach jede einzelne Aktie erstmal an, gucken, ob die ein erfolgversprechendes Investment ist, schauen dann noch, was für andere Aktien in der gleichen oder einer verwandten Branche es gibt, ob die Alternative bzw. Alternativen erfolgversprechender sind, stimmen dann gemeinsam ab und der Abstimmungssieger, der kommt dann in das Depot der Bestseller Challenge. Diese drei Aktien haben wir bereits behandelt. Deutsche Telekom, Daimler, Deutsche Bank, alle drei Aktien haben quasi gegen Herausforderer verloren. Anstatt der Deutschen Telekom haben wir KDDI aus Japan, anstatt Daimler haben wir Sixt, anstatt der Deutschen Bank haben wir die Royal Bank of Canada. Jetzt ging es normalerweise einfach so weiter, von oben nach unten. Ich habe jetzt aber eine Überraschung parat. Vorher möchte ich aber noch sagen, unterstützt wird das Format von der Consorsbank. Vielen Dank an der Stelle. Die Consorsbank ist der Sponsor der Sparplanoffensive und die Sparplanoffensive findest du hier. Das ist übrigens mein Blog wachstumswerte.net. In der Sparplanoffensive versuchen dir Homo economicus und Talabox und meine Wenigkeit die Möglichkeit zu zeigen, wie du investieren kannst, langfristig investieren kannst in Aktien, entweder über ETF wie Talabox oder direkt in Aktien wie Homo economicus oder ich. Ja, gut. Falls du mitmachen möchtest, hier gibt es das Starterpaket für dich. Gibt es auch noch eine kostenlose Vollmitgliedschaft im Aktienfinder oben drauf. Mein Name nämlich Thorsten Tiet und ich bin der Gründer und Betreiber der Seite aktienfinder.net. Und hier geht es ins langfristige Investieren in Aktien um, wie Frederik schon sagte, langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Gut, wie gesagt, das ist das hehre Ziel. Das wird aber nicht immer, wo sind wir? Das wird nicht immer realisiert. Wir sind aber dabei. Hier sind die drei Abstimmungssieger. Da haben wir schon Sparpläne gemacht. Siehst hier KDDI, Sixt und Royal Bank of Canada. Das siehst du auch nochmal hier im Aktienfinder, die drei Aktien. Und wenn du jetzt auf diese Spalte hier dein Augenmerk lenkst, auf die Dividendenrendite, dann siehst du, dass die was ziemlich gemeinsam haben, nämlich nur alle drei Siegeraktien haben eine Dividendenrendite von Pi mal Daumen 3,5%. Und was uns momentan noch fehlt hier in dem Format, das ist eine Anlagestrategie. Das heißt, wie soll das Depot am Ende aussehen? Zunächst hatte ich ja gesagt gehabt, wir hangeln uns hier einfach die Liste von oben nach unten durch. Das ist jetzt aber keine echte Strategie. Das wäre insofern gut, dass es ein Learning, dass wir ein ziemliches Learning haben, weil wir gucken uns halt einfach die beliebtesten Aktien an und schauen hier dann auch die beliebtesten Fehler quasi der Anleger mit an. Also das Learning ist gut. Aber am Ende muss ja ein Depot rauskommen, was irgendwo Hand und Fuß hat. Und wenn das Format bzw. die Aktienauswahl hier irgendwann fertig ist, dann gibt es das Depot ja immer noch. Und dann fragen mich dann die Leute, wie bist du denn da drauf gekommen? Da habe jetzt auch nicht unbedingt Lust, mich dann jedes Mal zu erklären. Insofern versuchen wir jetzt mal hier eine Anlagestrategie zu zimmern. Ich habe da auch schon einen Vorschlag gemacht und habe es ganz auch schon relativ konkret gemacht. Wie gesagt, du hast hier oder wir haben hier uns schon für Aktien entschieden mit einer relativ hohen Dividendenrendite, ungefähr 3,5%. Und wenn du hier dir die beliebtesten Aktien anschaust, dann wirst du auch feststellen, das sind die typische Dividendenaktien. Deutsche Telekom, Daimler, BASF, Allianz, E.ON, das sind alles typische Dividendenaktien, auch Siemens. Und selbst die Deutsche Bank hat früher mal 3% und mehr Dividendenrendite abgeworfen, wenigstens zeitweilig. Und die Aktien, die dann keine klassischen Dividendenaktien mehr sind, wie SAP, Wirecard, Apple, das sind eigentlich auch keine Problemaktien in dem Sinne, dass es eher ja, saure Gurken sind in den Depots. Und es sind auch eher Mainstream-Aktien, auch
durchaus zu Recht, weil sie, die sind auch durchaus zu Recht beliebt und ich habe die auch schon in diversen Videos analysiert. Deshalb macht es, denke ich, mehr Sinn, sich auf die Dividendenaktien zu konzentrieren, weil da ist die Fehlerdichte einfach höher. Und wenn es hier in der Bestseller-Challenge geht, es ja im Prinzip darum, wie kann man was besser machen aus dieser Ausgangsbasis her oder von dieser Ausgangsbasis her. Also mein Vorschlag wäre, wir konzentrieren uns jetzt auf Dividendenaktien. Und wie sieht es dann aus? Folgendermaßen, ich habe hier in Excel kleine Grafik gemacht. Wir werden ja insgesamt uns 10 Aktien aussuchen. Das heißt, wir werden 10 Sparpläne anlegen in dem Bestseller-Challenge-Depot. Jeweils eine Aktie aus einer Branche für die Diversifizierung. Und ich habe hier schon mal 10 Branchen drin. Und du siehst dann hier außen, also der innere Kreis sind immer die Branchen, der äußere Kreis sind jetzt Kandidaten, über die wir dann abstimmen werden. Jeweils eine Aktie ist die Bestseller-Aktie, wie hier beispielsweise die Allianz. Und die anderen Aktien dann, das sind die Alternativen. In jedem Video werde ich dann eine der noch verbliebenen Branchen behandeln, Fundamentalanalyse machen, wie du das wahrscheinlich gewohnt bist. Und dann stimmen wir am Ende des Videos jeweils ab. Hier siehst du Banken, Automobil und Telekommunikation. Die haben wir schon. Da haben wir schon die Aktien ausgewählt. Hier in der Klammer siehst du dann immer die Dividendenrendite. Die ist nicht immer hoch. Ich habe zum Beispiel im Industriebereich mit Honeywell und Waste Management, das wären die Alternativen, die ich jetzt hier sehe. Also da habe ich zum Beispiel nicht 3M drin. 3M wird ja anderswo schon, oder wird ja allgemein, weil es eine sehr beliebte Aktie ist, hoch und runter behandelt. Und die habe ich auch im Starterdepot schon abgedeckt, analysiert. Deshalb wollte ich die jetzt mal nicht nehmen. Ich möchte jetzt, und das ist vielleicht eine zweite Achse, an der wir uns bewegen. Die erste Achse ist die Dividende. Und die zweite Achse, die zweite Achse ist dann eher, dass wir mal ein bisschen bei Alternativinvestments der zweiten Reihe sind und uns bewegen. Das haben wir hier auch schon gemacht mit KDDE, SIX und Royal Bank of Canada. Das sind keine Mainstream-Aktien, die du in jeder zweiten Aktienanalyse gefühlt siehst. Und Waste Management, Honeywell, IR Group, Symrise, National Grid, Gazprom und so weiter, das sind jetzt auch keine absoluten Mainstream-Aktien. Und ich denke, das wird dann ganz interessant sein, dass man auch ein bisschen mal neues Futter bekommt. Was ich auch gemacht habe, ich habe mir eine kleine Freiheit genommen und habe noch Tabak als 10. Branche mit aufgenommen. Hier gibt es keine Bestseller-Aktie drin, sondern im Prinzip nur 3 Alternativen, wenn du so willst. Ich habe, oder Tabak ist einfach, wird oft nachgefragt hier in der Community, was ich von Tabakaktien halte. Und Tabakaktien haben eine ziemlich hohe Dividendenrendite, wird also in Summe hier doch ganz gut, denke ich, in das Depot hier passen. Und ich gehe davon aus, dass die Dividendenrendite des Depots am Ende bei 3% plus irgendwo liegen wird. Ja, das wäre jetzt quasi meine Idee, wie ich das Depot strukturieren würde. Dann bin ich auf dein Feedback gespannt. Kommentier das Ganze gerne. Es ist nichts in Stein gemeißelt. Also wenn du da irgendwelche Einwürfe hast, ich lese das alles gerne durch. Und wenn wir gemeinsam dann zur Erkenntnis kommen, dass wir noch die eine oder andere Änderung machen, wäre nicht die erste in dem Format hier, dann können wir das auch gerne ändern. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.